spritzig, sportlich und jung. Sympathisch, simpel, aber souverän. Sehr hochwertige Anmutung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Skoda hat den Fabia, den beliebten Kleinen, aufgefrischt. Kurz nachdem er im tschechischen Stammwerk vom Band rollte, konnten wir ihn einem Kurztest unterziehen. Er gilt bei uns bereits seit 1999 als eines der beliebtesten Modelle, speziell der Kombi wird gerne gefahren. Das Update, das ab Mitte September zu Preisen ab 12.380 Euro beim Händler steht, beschert uns außen wie innen einige Neuerungen. Der neue Fabia zeichnet sich jetzt mit noch markanteren Design aus, er wirkt noch dynamischer. Und das haben wir ja besonders in der Front gemacht, wenn man schaut, wir haben zuerst einmal eine komplett neue Gesichtsarchitektur gemacht mit einem sehr breiten hexagonalen Grill. Wir haben eine sehr skulpturale Motorhaube und diesmal, was war die Hauptneuerung, die Frontscheinwerfer sind deutlich schmäler geworden und unterstützen noch einmal deutlich die Breitenwirkung des neuen Skoda Fabia. Bei den Motoren fällt auf, dass keine Dieselaggregate mehr angeboten werden. Max Egger dazu. Wenn wir 10 Jahre zurückdenken, noch 40% Dieselanteil auch in der Kleinwagenklasse. Ein aktueller Mix in Österreich beim Fabia liegt nur mehr bei knapp über 5%. Insgesamt wirkt der Fabia jetzt dynamischer, reifer und qualitätsvoller. Aber welche Eindrücke haben Motorjournalisten vom neuen Skoda Fabia? Also für einen Kleinwagen einfach perfekt alles, was man braucht und auch ein bisschen mehr dabei. Optisch ein bisschen erwachsener und ein bisschen emotionsgeladener, was nicht schlecht ist. Und analog dazu hat sich auch das Fahrverhalten jetzt durch diverse Fahrwerksadaptionen deutlich verbessert und trägt auch dazu bei, dass das Auto fast eine Klasse höher wirkt, als es tatsächlich ist. Would you call it a ladies' car? Yeah, you can say that. And it's a fun car, I think.